Wie wichtig ist fundamentales Wissen für dich? Wer als Investor unterwegs ist, sollte unbedingt fundamentales Wissen haben. Man muss deswegen keine Buchhalterprüfung machen und man muss auch nicht Bilanzen bis in die vierte Nachkommastelle lesen können, aber man sollte wissen, was ist Gewinn, was ist Umsatz, was ist Verlust, was sind Anlageklassen, langfristige, kurzfristige Assets. Fundamentalanalyse ist wichtig für den Investor und zwar aus meiner Sicht auch weitaus wichtiger als zum Beispiel Chartanalyse. Denn ich will ja ein Unternehmen kaufen, was wirtschaftlich gesund ist. Und da gibt es ganz einfach fünf, sechs Kennzahlen, die man für sich selber auch analysieren muss. Da kann aber jeder, der die 10. Klasse geschafft hat, alles nachlesen und wird das auch ohne Probleme verstehen. Und für alles andere, sage ich mal, was ich nicht verstehe, würde ich immer sagen, lass die Finger davon. Ja, also wenn ich zum Beispiel ein Geschäftsmodell finde bei einer Aktie, sei sie noch so toll, aber ich kann nicht genau sagen, was die eigentlich machen, dann muss ich ja diese Braut nicht heiraten. Ja, ich möchte also das Unternehmen verstehen, ich möchte wissen, womit verdienen die ihr Geld und ich muss einschätzen können mit dem gesunden Menschenverstand, ist das ein Unternehmen, an dem auch meine Kinder noch Freude haben werden. Das ist ein fundamentales Kriterium, was mit Analyse gar nichts zu tun hat, aber wo man einfach sagt, kann ich davon ausgehen, dass es ein Unternehmen wie Coca-Cola auch in 30 Jahren noch geben wird? Wenn dieser Lackmustest bestanden ist, dann kann man sich auch in die Zahlen reinlesen und sagen, das Unternehmen notiert börsentechnisch gerade über dem fairen Wert, unter dem fairen Wert, ist gerade im Sonderangebot, kann ich gerade kaufen und dafür brauche ich halt Fundamentalanalyse. Aber wie gesagt, man muss da keine Buchhalterprüfung ablegen.